Von den 1.647 wahlberechtigten Bürgern sind am heutigen Sonntag 820 zur Wahl gegangen. Daraus erschließt sich eine sehr gute Wahlbeteiligung für diese Situation von 49,8%. Von den 820 abgegebenen Stimmen sind 19 ungültig. Des Weiteren entfielen 65 Stimmen auf sonstige Personen, die in der freien Zeile genannt werden konnten. Mit großer Zustimmung von 736 Stimmen, also 92%, wurde Herr Florian Zinderler erneut wieder zum Bürgermeister der Gemeinde Hohenfels gewählt. Ich gratuliere Ihnen herzlich. An euch, liebe Hohenfelser, für diesen Bürgermeister. Ihr habt ihn großartig bestätigt und er hat ein tolles Ergebnis erzielt. Florian, dir herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis. Die Bürgermeister freuen sich, dass du wiedergewählt worden bist, sondern auch ich freue mich ganz stark darüber, weil das funktioniert einfach gut hier. Und ich möchte es schon auch betonen, also 92%, aber vor allem über 50% oder 50% Wahlbeteiligung bei einem Kandidaten, das ist schon wirklich eine Marke, das muss man erstmal schauen. Und wenn Sie diese alles entscheidende Frage mit einem lauten, kräftigen Ja beantworten, dann kriegt ihr das Geschenk mit. Also, nehmen Sie die Wahl an zum Bürgermeister in Hohenfels. Ja, immer noch mit Freude. Wir schätzen deine Arbeit sehr und du hast heute den Beweis dafür gekriegt, dass es deine Bürgerinnen und Bürger auch tun und für die nächsten 8 Jahre alles Gute und auf weiter gute Zusammenarbeit. Danke. Das wäre dann doch ein bisschen kurz, aber... Ja, ich habe so schon draußen ein bisschen die Stimme gehört und meine erste Wahl und die heutige Wiederwahl, jetzt ist es ja das Ergebnis verkündet, waren durchaus ein bisschen unterschiedlich gelagert, nicht nur von der Herangehensweise, aber auch von der Gefühlslage. Ich bin gefragt worden, geht es mir eigentlich jetzt besser oder wie ist es so? Sie müssen ja gar nicht nervös sein, weil es einfach so viel positiver Zuspruch war. Aber ich war durchaus viel positiver und viel angespannter und ich weiß nicht warum. Ich habe es mir überlegt, vielleicht liegt es irgendwie an den Erinnerungen und Erfahrungen von der Schule. Also wenn man so am Ende vom Schuljahr da gesessen ist, hat so das Zeugnis gewartet und so eine wiederwahlische Art Zeugnis, da sitzt man dann irgendwann gespannt da, bis der Klassenlehrer, ja zufälligerweise ist der Gemeindewahlausschussvorsitzende auch Lehrer, bis der dann einmal dieses Zeugnis verteilt. Und ja, es hört aber an diesem Tag nicht auf, also wir machen uns gar keine Illusion. Alle Bürgermeister, die hier so in großer Zahl erschienen sind, die wissen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und neben diese großen Herausforderungen haben wir uns auch noch ambitionierte Ziele gesetzt in Hohenfels, über Hohenfels 2040 hinaus. Und der Theodor Fontane hat mal gesagt, wer ein Ziel will, darf den Weg nicht scheuen, sei er glatt oder rau. Und wir sind auch bereit, natürlich den mit Herz und Verstand anzugehen, wie ich es auch versucht habe, die letzten paar Wochen im Laufe des Wahlkampfs dann auch zu transportieren, diese Nachricht. Zurück zur Schule, das Ergebnis oder das Zeugnis ist da. Ich bin sehr dankbar und immer noch überwältigt von 92% bei annähernd 50% Wahlbeteiligung. Das gibt uns Rückenwind für die anstehenden Projekte und für den gemeinsamen Weg, der dann mit der zweiten Amtszeit ab dem 1. Januar 2024 nahtlos weitergeführt werden kann. Und da sage ich einfach nur Danke.